freue mich, dass ich nach Deutschland komme und für eine lange Zeit in Deutschland bleiben darf und auch meine Kinder mitbringen können. Für mich, das ist auch eine gutes Veränderung. Zunächst eine andere Umgebung, einen besseren Arbeitsplatz. I think I will live in the best environment. And of course, it will be best for my children, thinking about my children's future. Seit Februar 2014 bin ich hier in Deutschland. Aber die Kinder sind ein bisschen später nachgekommen, also 6 Monate später. Wir leben auch sehr gern hier. Die Leute hier sind sehr freundlich und sehr offen. Es ist auch alles verfügbar hier in Düsseldorf. Durch die Politik von Deutschland ist es erlaubt, dass diese Familienzusammenführung geht und die Visa-Erteilung für die Kinder und meine Frau, das geht auch schnell. Also innerhalb von 3 Monaten hat das geklappt. Auf der Website makeitingermany.de kann man auch sehr gute Informationen über die Möglichkeit von Familiennachzug und sowie die Vorstellung über das deutsche Schulbildungssystem, was für die Familie unterstützen. Zunächst haben sie auch viele Schwierigkeiten und viel Stress auch in der Schule, weil sie können noch gar kein Deutsch. Aber sie haben sehr gut hier eingelebt und für die Kinder ist es auch keine große Schwierigkeit mit der Sprache. In der Grundschule wurde sie auch sehr gut geschult durch die Lehrer oder durch die Freunde. Und jetzt können sie sehr gut Deutsch, jetzt momentan. Die Schule in Deutschland sind richtig so schön. Also da kann man so mehrere Sprachen lernen und auch so, wir können unsere Fähigkeit so weiter lassen. Meine Kinder können eine gute Ausbildung bekommen. Ich habe einen Minijob in Deutschland. Ich übersetze Englisch nach Vietnamesisch. Ich fange demnächst mit einer Neuarbeitsstelle an. Die Neuarbeit ist eine sehr interessante Arbeitsstelle. Ich werde dann als Prozessingenieur eingesetzt. Ich wünsche nur, dass ich eine lange Arbeitsstelle habe und die Kinder gut zur Schule gehen und sich sehr gut weiterentwickeln. Das ist mein Wunsch.